Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mali ist ein Schwerpunkt unserer sicherheitspolitischen und entwicklungspolitischen Engagement. Und wie wir auch schon von den Vorrednerinnen und Vorrednern gehört haben, ist die EUTM-Mission in Mali ohne Zweifel eine der anspruchsvollsten und wichtigsten Einsätze der Bundeswehr. Und die Verlängerung der Ausweitung des Mandats ist richtig und ist wichtig, ist aber auch gefährlich. Und ich glaube, das müssen wir erwähnen. Es wurde auch vorhin schon angesprochen, der Vergangenheit, die Attentate, die Geiselnahme in Hotels, in Pluretissen, dem Hauptquartier von EUTM Mali und vielem, vielen mehr. Bis 2012 interessierte sich in der Weltgemeinschaft nur sehr wenige für die Wüstenregion Mali. Es hat sich dann geändert durch den Militärputsch 2012. Inzwischen haben wir seit 2015 ein Friedensabkommen zwischen der malischen Regierung und den sehr separatistischen Rebellenorganisationen. Der Waffenstillstand hält. 80% der Bevölkerung können inzwischen zurück in ihre Heimatdörfer. Aber immer noch befinden sich 130.000 Flüchtlinge in den Nachbarländern. Aber immer wieder wird versucht, diesen Versöhnungsprozess zu untergraben von islamistischen Gruppierungen mit Anschlägen gegen Sicherheitskräfte und Anschlägen auch gegen die Bevölkerung. Das heißt, Mali ist immer noch fragil, befindet sich immer noch in einer fragilen Stabilisierungsphase. Und Mali ist etwas anderes noch. Mali ist das Schlüsselland für die gesamte Sahelregion. Das heißt, Terrorismus, der sich in Mali festsetzt, ist auch ohne weiteres übertragbar auf die Sahelregion und kann verhindern, dass die Sahelregion eine friedliche Entwicklung nimmt. Deshalb ist es auch konsequent. Und konsequent deswegen auch, dass die Ausbildung auch auf die Sicherheitskräfte der Nachbarländer mit ausgeweitet wird. Es ist richtig, wie mein Vorredner auch erwähnt hat, dass man hier hinsichtlich der Ausgestaltung bestimmt noch das eine oder andere überdenken muss und auch in die Überlegungen mit eingebracht werden muss. Aber nichtsdestoweniger ist es eine richtige Entscheidung. Mali darf nicht zu einem Terrorcamp Afrikas werden und auch nicht zum Rückzugsgebiet für eine organisierte Kriminalität. Schon heute ist es so, dass Mali die Drehscheibe ist hinsichtlich des Drogenhandels von Südamerika. Schon heute ist es so, dass Mali Menschenhandel im erschreckenden Ausmaße hat. Und schon heute ist es so, dass hier der Kreuzungspunkt des Handels mit Waffen in der Welt ist. Und der Terror bedroht nicht nur die Sahelregion. Der Terror bedroht auch uns. Der Terror bedroht auch Europa. Wir wissen, dass Mali ein Transitland für Migration ist. Das heißt, für uns ist es wichtig, Terrorismus zu bekämpfen, die Kriminalität zu bekämpfen und auch die Verarmung zu bekämpfen. Das ist keine einfache Aufgabe, es ist eine schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, wir sind schon einen guten Weg vorangekommen. Wir müssen Mali in die Lage versetzen, dass Mali selbst für seine eigene Sicherheit, dass Mali selbst für seine eigene Stabilität und dass Mali selbst für seine eigene Bevölkerung sorgen kann. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass er auch sein eigenes Territorium selbst kontrollieren kann. Wir haben heute Schwierigkeiten noch in unserer Entwicklungszusammenarbeit und unserer humanitären Hilfe, in jedes Gebiet in Mali zu kommen, wo die Menschen auch notwendig unsere Hilfe haben, dringend notwendig vielleicht irgendwo anders. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen ungehinderten Zustand schaffen, dass wir alles tun, um diesen ungehinderten Zustand und den ungehinderten Zugang in alle Regionen Malis zu bekommen für unsere Entwicklungszusammenarbeit und für auch unsere humanitären Hilfe. Entwicklungszusammenarbeit ist zwingend angewiesen auf Stabilität, auf Sicherheit und gefestigte staatliche Strukturen. Mali ist ein Paradebeispiel dafür, dass es ohne Sicherheit keine Entwicklung geben kann und auch ein Paradebeispiel dafür, dass ohne Entwicklung keine Sicherheit und ohne Sicherheit keine Entwicklung. Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt, das wissen wir. 13% sind mangelernährt, 90.000 Binnenflüchtlinge, 227 Schulen haben immer noch nicht geöffnet aufgrund der Sicherheitslage. Wir haben die Schwerpunkte in der Entwicklungszusammenarbeit, Ernährungssicherung, wir haben Wasser,
Entwässerung, vieles andere mehr, Sanitärversorgung. Aber ein Schlüssel, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, das ist die Dezentralisierung. Das ist einer unserer Schwerpunkte. Das wird manchmal unterschätzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil wenn der Norden, der immer noch instabil ist, der immer noch keine rechtsstaatlichen Strukturen hat, wenn der Norden hier kein Vertrauen hat in seine Zentralregierung, werden wir nie Frieden bekommen in dieser Region. Und hier, glaube ich, müssen wir auch in der Zukunft noch einen größeren, viel größeren Appell an die Zentralregierung machen, hier die Reformvorschritte, die sehr, sehr langsam sind, die nicht vorankommen, hier die Reformvorschritte hier noch zu beschleunigen. Der Norden wird vernachlässigt, immer noch, es ist leider so. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird nicht weniger dadurch. Die Unzufriedenheit wächst in der Bevölkerung. So ist es leider so, dass es einen Auftrieb gibt, inzwischen wieder für die terroristischen Gruppen, dort in dieser Gegend für Ansar Dine und Al-Qaida in Mali. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, sagen zu können, wir wünschen uns alle ein friedliches Mali. Wir wünschen uns ein demokratisches Mali. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind aber noch nicht zu Ende. Heute in Mali ist ein wichtiger Beitrag, dass wir dieses Ziel erreichen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Als letzter Redner in dieser Debatte hat Michael Fietz das Wort. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, ihm die Möglichkeit auch zu geben, dass er seine Rede hält, ohne dass wir den Ton